So, müsste jetzt, glaube ich, wieder laufen. Einen wunderhübschen guten Abend. Wo finden wir das jetzt hier? Genau. Ja, das machen wir so. Und dann schauen wir hier einmal. Hat sich ein bisschen was getan. Den Puff habe ich übernommen. Also ich habe einen Puff beantragt. Aber machen wir mal ein bisschen dunkler. Das ist mir etwas zu hell. Man sieht mich häufig auch so. Halt wieder auf Fast Forward RP. Gucken, was da los ist. So, ja, kurz verschreiben müssen, sag jetzt nicht, es regnet. Nee, doch nicht. Momentan kommt man hier irgendwo raus, das ist ein bisschen nervig. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Karre steht da immer noch. Moin, moin. Moin. Was geht? Was geht? Wir wollen gerade gleich kurz jemanden suchen, dann bin ich sofort für dich da. Dauert auch nicht lange. Ich denke nicht, dass der gerade im Start ist. Passt. Kommst du zum Flughafen, zum Hangar runter, dann können wir das in Ruhe bei einem Rundflug besprechen. Machen, ja. Ja, es ist angenehmer, als in dem stickigen Club zu sitzen, ne? Ja, klar, natürlich. Passt. Wunderbar. Dann bis gleich, Alles ne? klar, bis gleich. Ciao. Naja, hab mir ein Flugzeug gegönnt. Schweineteuer. Flieger und Fluglappen 260.000, aber bei. Die halbe Nacht gefarmt wie so ein Ochse, jetzt habe ich wieder ein bisschen Geld am Konto.
Ja, da muss man sie ja richtig gönnen, ne? Schon kein Anwalt wird, dann halt schmieriger Puffbesitzer, der ein Flugzeug hat. Sonst klemmt die Tür oder wie? Ach Mensch, geht's zu da. Das mag ich nicht, wenn die Tür offen steht. Aber es hilft gerade nichts. So, geht doch. Ja, Mama to Skimmer, das ist hier separat eingefügt fürs. Kann auch Wasserflugzeug verwendet werden. Weil dieses Dodo selber fand ich etwas fürchterlich und das hat schon etwas mehr Stil. Kommt das Cessna Skyhawk relativ ähnlich. Ja. Nettes Spielzeug. Ja, was gekostet als nächstes? Natürlich, wenn ich dann schon kein Anwalt bin und Puffbesitzer spiele und halbwegs ein bisschen Geld habe. Da kommt ein richtiger kleiner Privatjet dran. Ah, da müssen wir halt eine Weile sparen. Eine ganze Weile. Weil hier sehr seriös der Flugzeughändler sitzt. Und überlegt, das Ding hier kostet 1,1 Millionen. Das wäre cool. Aber Mai. Ja, das wäre das Dodo-Ding, das ist glaube ich nur ein Zweisitzer. Das Ding hätte ich gedacht, das sind nur 57.000. Kleiner Privatjet. Der wäre auch nicht schlecht. Da haben wir die Basisversion. Dann frage ich mich, warum der teurer ist als der Skimmer, aber. Und das ist doch schnuckelig. Das Ding ist schnuckelig. So, das ist auch ganz nett. Das ist als Privat. Das ist auch. Das hat ja auch gar nicht am Schirm. Turboprop mag ich so oder so lieber. Seabreeze ist nicht schlecht. Dieses Velim wäre noch so ein Zwischending, was ich mir gern zulegen würde. Ist auch bezahlbar. Also P180. Natürlich hat das Ding 100 pro mehr Feuer, ne? Das sollte man nicht vergessen. Aber scheiß drauf. Habe ich kein Geld für. Na, wir haben gerade noch 160.000, das ist ja nix. Wer auch immer zuguckt, liken, teilen nicht vergessen. Abo dalassen, was auch immer. Oh, sag jetzt nicht, da ist mein Flieger abgeschleppt worden. Dann kriege ich ja nämlich einen Rappel. Oh, nee, oder? Oh, diese 5M-Logik immer, das ist zum Kotzen. Mal schauen. Ich hoffe, dass das Ding jetzt in der Garage wieder steht, aber ich glaube es nicht. Mal Abschlepphof suchen. Am Flughafen. Nicht genug Bargeld dabei. Nee. Ach, Leute.
Ja, das muss man jetzt auch nicht verstehen. Seid ihr bei Wendlokick? Das lässt mir gerade gar keine Ruhe. Egal, das ist scharf geschissen. Ach ja. Nur Geld, die Spinne gleich hier. Was wollen die 2052? Oh, ich krieg einen Föhn. Ja, du Hallo. ja, hallo. Irgendein Idiot hat mein Flugzeug abgeschleppt. Jetzt muss ich ja mal Geld holen, dass ich das aus dem Abschlepphof wiederholen kann. Ja, dann packt man das nur kurz aus und dreht sich um. Da kriege ich einen Föhn bei sowas. Okay, ja. Gut, dann... Wo bist du? Im Hangar. Hast du zufällig 2250 Dollar dabei? Im Bar kriegst du nachher wieder. Ja. Aber da wäre auch ein... bei diesem Abschleppdings ist doch ein Dings, oder nicht? Ein Automat? Ne, da hinten nicht. Ist hier vorne ein Abschleppding? Warte mal. Achso, ja. Warte mal. Und bei meinem Streiter nee, ist die Tür. 1600 habe ich. 1600. Oh, ich habe glaube ich 500 dabei. Ich muss ja mal schauen. Oh, scheiße. Das okay, nervt. Ja, dann gebe ich dir das. Das sind doch 2200. Warte mal. Oder, ist das nee, hier ein Abschlepphof? Nee. Ja, wie viel habe ich denn jetzt dabei? 583. Nee, das geht hier nicht aus. 2250 brauchen wir. Ja, 2250, ja, dann muss ich einmal schnell Geldautomat fahren. Das ist kacke hier. Ich auf den Sack. Hey, warte mal, du hast doch 1200, oder nicht? Nein, ich habe 583 dabei. Und ich 1600. Das sind? Nicht ganz 1200. Ne, 2250 müssen es. Ey, ich kann nicht rechnen. Wie ich viel? 1688, du hast 500. Das sind 1300. 2400 Dollar. Das reicht. Nee, 2260 Dollar. Ja, das reicht locker. Dann kriegst du das Geld nachher von mir wieder. Wo steckst du? Im Hangar. Ich komme auf die Seele. Ich komme. Warte, ich komme dir mit dem Auto entgegen. Oh, schlimm hier, Mathematik. Diese blöde Tür, die abgefallen ist. Weiß nicht, wer hier so blöd ist, in den Wagen abschleppt, also dieses Flieger abschleppt. Ganz schön luftig hier drin. ja, ich weiß nicht, da war ein China-Chan hier. Das ist auf einmal abgefallen. Da war was im Weg. Ja, das gäbe auf Piss sowas. Nein, die ist einfach so abgefallen beim Einsteigen. Ach so. Ja. Ein gutes Auto, würde ich sagen. Ja, richtige Qualität, ne? Ja. Kommt wohl aus Los Santos, das Auto. Natürlich. Aus Little Chinatown. So, magst du meinen Wagen dann zum Hangar zurückfahren? Mhm. Lass auf. Der ist offen. Wunderbar, merken wir uns 1700. Ihre Geburt.
Ja, ich setz mich rein. Pack dein Auto ein. Achso, ne, brauchen, oder? Warte, warte, wir müssen ja mal beiseite. Ja, oder lass einfach, ja. Ja, lass einfach. So, wer ist da hinten unterwegs? Ja, ja, lass einfach fliegen. Okay, da hat einer seinen Pilotenschein aber mit Bravour bestanden. So, anschnallen nicht vergessen, ist wichtig. Die Kiste ist etwas ruckeliger. No. Dann schauen wir mal. Ja, ich hab mir das gegönnt. Ich dachte mir, muss mal sein. Wieso nicht? Na denn, auf geht's. Bring uns bloß ein in die Luft, Mann! Ich bin voll Knülle! Hast du was Koks hier drinnen? Wir müssen nach Kolumbien los jetzt! Auf geht's! Alter, ist der humorbehindert da hinten oder was? Humorbehindert. Okay, dann sauber, Junge. Er kann ja nicht über die Landebahn kurven, wie er lustig ist. Also! Komischer Typ. Okay, die Instrumente funktionieren schon mal. Ja, ich hab's vorher schon mal durchgecheckt. Das passt schon. Wenn wir erstmal Flughöhe kriegen, dann können wir in Ruhe quatschen. Ja, ist ganz chillig so hier. Es ist schön ruhig. Ja. So. Wir sind jetzt auf 470 Fuß. Ja, so. Steigend auf 500. So Pi mal Daumen, ja. Gut. Naja, also, wollten jetzt eigentlich ein Gespräch, wie wir das mit dem Unicorn machen. Genau. Naja, jetzt wollen wir schauen, wie wir die Getränke aus dem Ausland importiert kriegen. Und was das kosten soll, das ist wichtig. Und dann halt der wichtigste Punkt, ne, wir brauchen halt immer, wenn wir aufmachen, brauchen wir Tänzerinnen, ne? Ohne Tänzerinnen brauchen wir nicht aufsperren. Ja, ganz, ganz kurz, ich muss kurz den Kopf, ganz kurz, ne? Okay. Ach ja, dann runden wir mal ein bisschen die Insel.
So, sorry. Bitte. Alles hätte wild. Mein Chef, da musste ich. Ja. Achso. Ja, halt wichtig, dass wir, wenn wir aufmachen, ne, dass wir auch Mädels haben zum Tanzen, ne? Mal gucken, wie wir das machen. Also, das Ding ist halt, das Schlimme ist halt, dass ich habe halt mit Layla nichts mehr am Hut, so, weil das ist eine kleine falsche Schlange gewesen. Okay. Aber man könnte ja, also es ist ja nicht anfassen. Ich meine, da müssen die halt nicht freizügig tanzen, weißt du? Dann könnte man denen das anbieten, halt normal, ne? Zu tanzen halt. Muss ja nicht nackig sein, ne? Soll halt schön sein, aber halt muss nicht nackig sein. Aber anfassen ist ja so oder so verboten. Mach's denn halt schmackhaft mit viel Kohle, ne? Weil ich meine, die sind da sowieso alle nur hier nach Geld aus. Ja, es ist halt, ich würde halt $1,500 pro Gast zahlen, ne? Beziehungsweise. Pro Gast. Das ja, heißt, wenn da kommen 10 Leute hin, dann kriegen die 1500 mal 10. 15k. Ja, 15k, ja, danke, dass du mir hilfst beim Rechnen. Gerne doch. Dafür bin ich so da. Weil wenn so ein Gast 15k Eintritt zahlt, dann kann man davon für so einen Tänzer das auch mal ausgeben. Ne? Und zwei sollten es schon sein. Die wir da haben. Ja, stimme ich dir. Weiß ich, wie sieht's mit Amy aus? Wollt ihr die nicht auch irgendwie hin und wieder ja, mal aus? Ja, die sehe ich nachher. Kannst ja dann mal mitkommen. Quatsch mal mit dir. Bewerbungsgespräche. Richtig. Ja, und das Team wird halt doch fest eingestellt, das ist mit Gewerbeamt die Rücksprache die einfachere Version. Weil wir ja nicht jeden Tag aufmachen und so, ist dann doch ein gesichertes Einkommen da. Ja, wir können halt erst starten, ne, wenn die Jobränge da sind. Und man quasi. Ja, die Baumaßnahmen verhindert hat, innen zumindest, dass man hinter die Bar kommt. Vorm Unicorn wollte ich auch ein bisschen was machen lassen. Das muss ich noch abklären, wer hier das Bauamt ist. Mal gucken, was das kostet. Da ein bisschen Interieur hinzustellen. Weiß ich, wenn du da Ideen hast. Ja, da könnten wir dann später nochmal hinfahren. Dann zeige ich dir, was für eine Idee ich habe. Also zum Außengelände jetzt. Weil da sollten halt nicht direkt davor, wie du schon gesagt hast, niemand parken. Genau, das würde ich dir da zeigen. Weil da können wir nämlich unter der Brücke die Zäune wegreißen, weißt du? Und da noch einen Parkplatz hinmachen. Ja, können wir uns ja dann anschauen. Das ist halt der schwierigste Punkt, sind dann halt regelmäßig Tänzerinnen zu finden, ne? Ja, wenn nicht, muss man es halt erstmal ohne Tanzen machen. Aber da gibt es ja Bahama Mamas für. Das ist richtig. Zur Not fragt man halt, ne, ob wir irgendwo aus Osteuropa welche für die Abende einreisen lassen können. Ein paar weniger gesprächige Trollers, die das machen, ne? Wenn du weißt, wie ich das meine. Ja. Ah, jetzt haben wir fast die ganze Insel einmal umrundet. Ja, wird schwierig. Der John war vorhin in der Mine und hat mich auch voll gequakt und meinte, ja. Er wollte das Ding auch übernehmen, aber er glaubt, es rentiert sich nicht. So, ja, so in der Kirche kann er glauben. Ja, der soll sowieso glauben, dass er bald vom Glauben abfällt, soll er glauben. Wenn wir damit keine Millionäre werden, haben wir trotzdem unseren Spaß gehabt. Ja. Mir geht's halt nicht um, wir wollen den Leuten was bieten, ne? Das ist das Wichtigste und nicht das Geld. So, das Geld, da kommen wir immer ran mit Zeit mit. Das ist richtig, ja. Ich habe mir mit Sozialhilfe ein eigenes Flugzeug finanziert. Was ist da los, ne? Ja. Okay, stand auch in der Mine, aber so ist nicht. Ja, Mine ist halt immer dafür da, ne? Also. Bist du aber ganz schön hoch. Das ist schon geil, ey. Ist schon nicht schlecht, das Ding. Kannst ja auch mit am Alamo sehen, ne?
Da kann ich landen, ja. Krass. Können wir gerne hin. Ja, wir können ja einfach mal die Insel nochmal umrunden. Fliegen wir mal zum Alamo-See. Genau. Machen wir das so. Wir müssen halt nur auf die Höhe achten. Ja, dann müssen wir halt schauen, ne? Also du wirst halt Stellvertreter bzw. Sicherheitschef, ne? Das ist ein und dieselbe Position. Brauchen wir noch einen Barchef, Security und einen Barmann. Ja, Security habe ich, Leute. Dann brauchen wir halt noch Barleute. Einen Barchef kriegen wir bestimmt auch. Also ich kann halt nicht endlos Leute einstellen, das muss im Endeffekt, ne? Müssen wir schauen, dass das kostendeckend ist. Ja, klar. Also wir können keine 20, 30 Securities beschäftigen. Und zur Not muss einer von denen springen, ne, zwischen Bar und Security. Ja, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das sollte nicht das Problem. Wie sieht das mit den Getränken aus? Da schicke ich dir dann mal eine Liste von dem, was ich an Getränken beantragt habe, dass die Importlizenz kommt. Vielleicht sollten wir uns vielleicht über Snacks noch Gedanken machen, aber das ist halt ein bisschen schwieriger, ne? Was, was? Über Essen. Ach so. Ja, das ist schwieriger. Wir haben ja auch einen Laden da am Ecke. Also da können sie ja dann da hingehen und... Oh, das ist richtig, so. Ja. Jetzt müssen wir uns sowas überlegen, wie wir das machen. Mit den Paketen, ne? Wenn du jetzt ja nur einen Gast hast, der ein höheres Paket hat als die anderen, dass der in der Masse quasi wiedererkannt wird, dass der, was ihm zusteht, auch bekommt, ne? Weil die Getränke sind ein bisschen nach Eintrittspreis sortiert. Warte mal, ich habe in meiner Jackentasche habe ich eine Liste, dann landen wir da hinten am See, dass du siehst, das funktioniert wirklich und dann gebe ich dir die mal. Ja, klar. Also ich glaube schon, dass du hast doch so Wasserfüße hier. Richtig, ja, das geht. Nur aufpassen, nicht übers Gefängnis zu fliegen, ne? Sperrzone und so. Ja, du machst das schon, du hast ja deinen Lappen gemacht hier. Ja. Also ich hoffe, du hast den gemacht. Ja, sonst hätte ich ja das Flugzeug nicht. Ach so, ja. Verkaufen also, haben die Dinger ja nur mit gültigen Lappen. Ach so, okay, aber Helikopter nicht, oder? Das ist ja witzig. Na, du wir musst haben, halt dem Händler. Ein Helikopter als... hinter uns. Ja, Polizei. Nee, das ist doch keine Polizei, oder? Doch, lande mal am Alamo-See. Lande einfach ganz normal, alles gut. Das ist doch Alex, oder nicht? Ich weiß es nicht. Ja, lande einfach am Alamo-See. Oh mein Gott. Ich schalte dich mal fest, ja. Oh. Mach das. Junge, krank. Junge. Boah, krass. Gute Landung, Mann. Ja. Schauen, dass wir ein bisschen an den Steg da hinten rankommen. Achtung, Insel. Rechts von uns. Ups, fuck. Und direkt unter uns auch, glaube ich, ja. Doch, das sind die Cops, oder? Ich glaube schon, ja. Krass, korrekt, dass sie, ja, okay, finde ich gut, egal. Wir halten erstmal im Steg. Das ist ja krass, Alter. Das ist. Was? Wasserflugzeug? Oh, fuck. Okay. So, landen die jetzt hier oder nicht? Ah, die landen.
Oh, das Willst wird du jetzt eine da nasse Angelegenheit. vorne rechts reinfahren da so? Also ein Machen Schwimmpass wir das weg. so. Ja, ich merke das schon. Warte mal, vielleicht kriegen wir hier vorne ein bisschen angesetzt. Ja. Nasse Beine kriegen wir so oder so. Das lässt sich nicht vermeiden. Ja, das ist ja egal. Ah, jetzt treibt es auch hier wieder weg. Das treibt die ganze Zeit weg irgendwie, das bleibt nicht stehen, ne? Kleinen Moment, wir haben hier nur kleine Andockprobleme. Ja. Ich würde nur einmal mit ein bisschen Schwung vorsetzen, dass wir da vorne am Land ankommen. Aufpassen. Einfach ein bisschen höher, genau. Aber es setzt schon wieder zurück. Das kann nicht sein, oder? Ja, ich steig schon mal aus. Warte Ja, mal. steig du aus. Wenn es kommt ja nicht weiter, müssen wir uns halt pitsche nass machen. Upsala. Ah, Meine jetzt schönen bleibt es Klamotten. so stehen. So, guten Abend. Super. Ich hätte gerne aber die Fluglizenz gesehen. Die kriegen sie beim Flughändler hinten. Dort habe ich die einmal bezahlt. Ja, Können aber ich wir bin offline. nachschauen. Wir können nachschauen im Aktensystem, ob er eine hat. Ich habe die dort gemacht. 120.000 habe ich bezahlt. Weil kriegt man keine separate ausgestellt von dem. Okay, gut. Können Sie sich vielleicht vorstellen, wieso ich Warnschlüssel abgegeben habe? Die haben wir gar nicht gehört. Die haben Haben wir Sie nicht gerade mitbekommen. gehört? Nee, die haben wir gar Okay. nicht gehört. Gut. Das, was ihr da macht, ist zu tief fliegen. Und sowas zählt als terroristischer Anschlag. Ich bitte euch das nächste Mal, nicht so tief um die Gegend rumzufliegen. Ansonsten müssen wir das Feuer auf euch. Und wie viel ist, was für eine Höhe musst du haben, um Ja, das? auf Bei jeden Fall 300 nicht. sollten es. Ja, auf jeden Fall nicht so tief, dass ihr da um die Blöcke rumfliegt und so. Das waren wir Also, nicht. nee, wir sind außerhalb geflogen. Es fliegt noch ein Flugzeug Naja, hier rum. wir haben gesehen, wie Also, wir ihr waren auf da. 500 Es Fuß, ne? Also, ich glaube, das ist fliegt hier okay. noch ein zweites Wasserflugzeug rum, was uns am Flughafen schon sehr gefährlich nahe kam, weil es direkt Naja. über die Startbahn wieder drüber ist. Gut, deswegen Also, einfach mal ein bisschen aufpassen so. Haltet euch einfach an die Regeln. Sollten wir das andere finden, dann werden wir auch versuchen, das anzuhalten. Sollte das natürlich Widerstand leisten, dann. werden sie schon ihren Job machen. Wir waren es wirklich nicht, aber es ist zeitgleich am Flughafen unten ein anderes Wasserflugzeug mit uns gestartet. Ja. Gut. Rot. Wissen Sie vielleicht, wer der andere Fahrzeughalter ist von dem Flugzeug? Ich weiß nur, Keine dass Ahnung. der einen rot-schwarzen Buffalo fährt. Das ist James. Das ist James, ne? Ja. Gut, okay, gut. Dann danke ich dir. Oder Ihnen. Ja, und der Herr Spohr hat auch einen Flugschein, habe ich gerade nachgeschaut. Alles gut. Ja, wie gesagt, Sie sind uns ein bisschen zu tief geflogen. Achten Sie drauf, ein bisschen höher fliegen. Ja, machen wir. Das machen wir. Wir Sonst. sind um die Blöcke gezogen, sind wir nicht. Wir sind die ganze Zeit außen um die Insel rum. Ja, alles gut, weil uns ist nämlich ein exakt gleiches Flugzeug aufgefallen, was einmal im Slalom durch die Hochhäuser geflogen ist. Okay, nee, 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 dann hätte ich ihn auf die Fresse gehauen, hätte er das gemacht. Das hätte er nicht überlegt. Er hat Sonst. so schon bei der Landung Angst gehabt. Ja. Ja, wie gesagt, wir haben einmal Warnschüsse abgefeuert, haben sie wahrscheinlich gar nicht gehört. Nee, haben Die wir sind nicht, uns leider nicht nicht. aufgefallen. Uff, okay. Das hat ja super funktioniert. Ja, die Motoren von der Mamatus sind extrem laut. Also, Ja, kann ich mir vorstellen. so Ja, gut, Turboprop dann lohnt rücken sich. wir wieder ab. Ja, dann Okay. wollen wir sie gar nicht länger aufhalten, ne? Bei Ja, Rückfragen alles stehen wir klar. trotzdem zur Verfügung. Wenn uns was Alles auffällt, klar, Herr dann melden Spohr. wir uns. Ja, Natürlich. vielen Dank, sehr gut. Gut, dann wünsche Upsala. ich Ihnen auch viel Spaß. Danke Ja, schön. Dann fliegen Sie Dankeschön. vorsichtig. Ja, jetzt müssen wir erstmal da hinten wieder an unser Flieger rankommen. Ja, am besten über den Ja. Steg, das geht Ja, am das besten. hatten wir auch Also. so vor. Gut, super, Alles klar, dann danke, danke euch, tschüss. ciao. Tschüss. Ja, das war 100 Pro der andere Dodel, der uns da fast reingeflogen ist. Ja.
Okay, dann zeig mir mal den Zettel. Moment, den muss ich ja mal raussuchen. Ja, ich stelle mich hier vorne mal hin. Oh, was ist es denn jetzt da? Muss man das so machen? Moment, ich muss das Ding erst finden, ne? Ja, kein Stress. In der Tasche haben wir es. Schau. Dann nimmst du den einmal und guckst dann während dem Flug in Ruhe durch. Machen wir so. Was, wehe, das Flugzeug geht da hinten jetzt kaputt, dann drehe ich durch. Ja, lass beeilen. Ich nehme mal dein Handtuch hier, ne? Ja, mach das. Ups, nach vorne setzen. Okay, die Luzi! Jawohl. Kommst du auf Geschwindigkeit, um wieder abzuheben, ja, ne? Ja, mehr als genug. Jawohl. Der Flieger ist auch gleich wieder sauber. Leer, oder was? Naja, ist dann wieder sauber, meinte ich. Achso, okay. Ja, ich habe das letzte nicht verstanden, alles klar. Perfekt. Dann schaue ich mir den Zettel mal. Ja, ich flieg da mal zurück und dann schauen wir zum Unicorn, oder? Was machen wir?
also das ist schon mal sehr gut. Die Preise, wie sieht das damit aus? Du meinst die Einkaufspreise? Genau. Die werden wahrscheinlich nicht allzu hoch sein, das muss ich noch abklären. Aber ich denke mal, das wird dieses Wochenende dann entschieden. Aber das Wochenende bin ich halt in Europa, da muss man halt gucken, ne? Ja. Also das ist dann Sonntagabend, wenn das bis dahin fertig ist, kommen dann die Einstellungsverträge. Wann haben Sie dir denn gesagt, wird das denn fertig sein, dass man da schon mal was starten kann? Das muss halt, geht wieder durch 10.000 Hände sowas. Okay. Nur keine Hektik. Ja, ich frage nur. immer geduldig. Oh, schau, hier steht das andere Wasserflugzeug. Meinst du, sie können das identifizieren? Dann geht die Scheiße von uns weg. Schicken das bitte. Ich habe einen Dispatch geschickt. Ist doch aber eine ganz andere Maschine, oder nicht? Das ist doch eine komplett andere. Ja, es ist auch ein Wasserflieger, aber ich habe den jetzt auch was geschickt. Das andere Wasserflugzeug gefunden. Warten wir noch mit einparken und dann. Weil das ist das Ding, was uns nämlich auch fast über den Haufen gerammelt hat. Ja, und das ist ja nochmal größer als deins, ne? Ja, okay, bigger, also dicker, ne? Weil das hat einen ganz anderen Propeller. Das ist ein Dodo, ganz klassischer. Ach so, okay. Aber ich kenne mich mit dem Flugzeug überhaupt nicht. Na, warten wir mal auf die Copacabana. Den müssen wir nämlich nicht auf uns sitzen lassen. Und da sind sie schon. Steigen wir mal aus. Oh, hallo, grüßt euch. So, da sind wir schon wieder. Das da hinten ist der Flieger, der uns hier am Flughafen schon gefährlich nahe kam beim Starten. Wo sind die Insassen? Das weiß ich nicht.
Keine Ahnung. Wir sind hier reingefahren, da stand das schon. Aber das ist ja registriert, das Flugzeug, oder? Genau, wir werden jetzt schauen, auf wenn das zugelassen ist. Immer, ob ich das mit der Kamera erfasst. Ja, wie es für denken konnte. Ist er das? Ja. Ah. Ja, hab's. CQG003 oder so. Das ist James Brown. Echt? Ist das James Brown? Ja. Woher weißt du das? Ich hab im MDT nachgeschaut. Hä? Aber wo hast du denn das Modell? Ich hab die Seriennummer eingegeben. Echt? Lul. Ja. Okay. Weil wir haben das halt nicht nötig, hier provokant zu tief zu fliegen. Dafür gibt es die Regeln, die 300-Meter-Regel, und da haltet man sich dran und fertig. Ja, alles gut. Dann würde ich sagen, machen wir den mal auf die Fahndungsliste, ne? Ja, wir gucken, vielleicht kriegen wir den zum Gespräch. Können Sie das irgendwie da wegkriegen? Weil man kann ja das andere jetzt nicht. Das würde schon gehen. Dann müsste ich einmal durch den Hangar wenden. Und für dieses waghalsige Flughafenmanöver müsste ich halt schauen, ob die Dashcam funktioniert hat, wenn sie da was alles brauchen. Alles gut, wir kriegen das hin. Okay. Wenn einfach fragen. Na, perfekt, siehst du. Hat das noch nicht mal abgeschlossen, der Herr. Eieiei. Dann hoffe, wir haben ein bisschen was zugetan zur Arbeit. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Gerne, gerne. Ja. Wunderbar, dann. Ja. Stellen wir unser Fluggerät hier auf die Seite und genießen den Abend. Ciao. Machen wir so. Danke schön. Ciao, ciao. Wir haben noch für die Meldung. Ciao. Gerne. Kein Problem. Ist dein Auto nicht abgeschlossen, ne? Nee. Ich habe Julian gerade angerufen, die wollten das gerade für einen Bankraub nutzen, da habe ich denen gesagt, die sollen das jetzt so wegstellen, die haben das jetzt irgendwo hingestellt. Weil die nicht wussten, dass es deiner ist. Haben die also meinen Streiter geflattert? Ja, der war nicht also die haben den selber gefunden, der wurde geklaut wahrscheinlich von dem Herrn. Eben. Dann kann man ihn eigentlich nochmal anschmieren. Könnten wir vorbeifahren, ja. Ich werde unbekannt angerufen. Okay, warte. Hallo? Ah, ja, Herr Hoppe, wir brauchen ein Taxi. Genau. Nur der Carsten Spohr. Ja, wir kriegen das schon hin. Bis gleich. Herr Hoppe kommt zwar nicht mit Dienstwagen, aber er kommt. Wunderbar. Und Julian hat den Wagen gefunden von mir, oder? Ja, und dann wollten die gerade einen Bankraub machen, weil wo jetzt gerade die Polizei im Einsatz ist. Und ja, aber das hat sich erledigt, dank mir. Weil ich gesagt habe, so ein Typ bist du nicht. Das wird nur auf ihn zurückfallen, das ist nicht gut. Na, theoretisch können wir den Flugzeugbesitzer ja ein bisschen piesacken. Dann fahren wir mal zum PD. Ja, ich zur nächsten Garage, dann fahre ich, würde ich sagen, ne? Machen wir das so, ja. Dann kannst du ein bisschen Sportauto fahren. Ja, ich fahre mit. Ich habe keine Lust, gerade selber zu fahren. Dann machen wir hier mal ein bisschen Ärger heute. Aber ja, die haben mit dem Respekt, aber ich hätte dich auch nicht fahren lassen.
Aber die haben mit dem, der Kiste noch keinen Raub angefangen, hoffe ich, oder? Nein, 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 die wollten das jetzt machen, die wollten das ausnutzen. Da ist ja was am Parkplatz los da hinten und das wollten die ausnutzen. Und da habe ich gesagt, mach das bitte nicht. Und dann, wieso? Ich so, weil das der Herr Spohr ist und der macht sowas nicht und der soll bloß nicht negativ auffallen. Ja, dann machen wir das nicht. Ich so, Dankeschön. Da wird nichts passieren, keine Angst. Kannst dich um mich verlassen, ey. Aber könnte er als Zeuge aussagen, dass er den Wagen, wo er den gefunden hat, dann tun wir den, wem auch immer uns hier geärgert hat mit dem Flieger, so mal richtig böse ärgern mit den Cops. Ich rufe aber vorher Julian ab, ob sie das Auto weggestellt haben. Ne? Nicht, dass sie drinnen sitzen und festgenommen werden. Das wäre natürlich ziemlich dumm. Wäre doof, ja. Mein Telefon vibriert. Brrr. Nummer unterdrückt. Sowas gibt es bei uns hier nicht. Ich gehe nicht ran. Vielleicht ist was passiert. Ja, freut mich, dass es läuft, Alter. Glaub mir, wir machen einen Schuppen schon geil. Wenn, auch wenn keine sind hier, wie heißt es, Ladies, die tanzen wollen. Dann machen wir das anders. Dann machen wir Preise, alles drum und dran. Wir werden den Laden schon zum Laufen kriegen. Irgendwie lassen wir uns was einfallen. Klar, wir sind doch schlaue Köpfe, das wird schon. Brot essen hier von der Tanke. Da ist ja, oh, der Hoppel. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Was wollt ihr denn? Könntest du. Du gibst vor. Einmal zur Garage, bitte. Zur Garage? Ja, zur Southside Garage, deiner Southside. Southside Garage. Die nächstbeste halt. Achso, da hinten. Alles klar. Genau. Irgendwie habe ich Kopfschmerzen. Ja, man merkt es, dass es ihnen gerade nicht so gut geht. Warum? Ich weiß auch nicht, sie fahren so sehr ruckelig. Ist man von ihnen nicht gewohnt. Nee. Aber ich soll auch gleich schlafen. Ja, ich dachte um 21. Ich finde es auch ein bisschen verwunderlich. Zeitangabe, aber egal. Ja, aber dann wäre das ja eine Stunde. Haben Sie auch schon gehört, dass schon wieder jemand sucht? Ja, ja. Den will er loswerden, weil... Er will den Staat schützen, also sich selbst. Oh, ein Moment. Oh mein Gott. Langsam. Ja, ich fahre ja schon. Also ich habe Kopfschmerzen. Ja. Das ist nicht mehr schön. Das merke ich. Ich weiß ja auch nicht, was die da hinten auf dem Parkplatz getrieben haben.
Da war ja abgesperrt. Ah! Siehst du? Ja, dann. Ah, siehst du, ich bin nicht blöd. Ich dachte, Stunde, das machen die doch nicht. Ja, hab ich mir auch gedacht. So, hä? Ja, dann machen wir hier kurz die Augen zu und dann. Hier auf dem Parkplatz. Genau. Ja, es aber ist aufpassen, so. Hier kommen die Grünen oft. Die Grünen gibt es ja gar nicht mehr. Ach, die gibt es. Nee, die gibt es nicht mehr. Die sind weg. Und die Lilanen, die werden ihnen schon nichts tun. Ja, die Lilanen tun wir nicht. Da kenne ich ja welche. Eieiei, das geht gar nicht mehr, weil du kommst. Man hat gescheite Ibuprofen und ein bisschen kaltes Wasser ins Gesicht, dann geht das. Ich schmeiß mich hier vor die Ladetür. So richtig wie so ein Fenster im Mund dann. Na, gute Nacht. Gute Nacht. Bis gleich. Bis gleich. Ja, jetzt ist Server Restart, weil der tut gerade richtig pervers lecken. Deswegen müssen wir mal kurz ausmachen. Hey, ihr solltet den So, jetzt warten wir, bis der Server wieder on ist und dann. Und dann schauen wir mal. Ja, sorry für den schwarzen Bildschirm. Aber kann man nicht ändern, ne? Gucken wir mal. Ja, wir müssen halt warten, bis der Server wieder da ist. Es geht halt nicht anders. Lese ich mir ein bisschen was durch. So, der Server ist jetzt down. Diskutieren sie denn dann schon wieder? Wenn wir nur einen Inselstatus nur abwarten und dann können wir wieder loslegen. Sorry. Kann ja auch nichts dafür.
So. Wenn wir den Schmarrn hier mal wieder in den Vordergrund. Dann können wir weitermachen. Ich habe irgendwie Hunger. Gucken wir kurz hier Ladentheke, bin gleich wieder da. Moin. Hast du gesehen, wo Feier und Patrick hin sind? Keine Ahnung.
bin eben erst auf dem Parkplatz, habe kurz die Augen zugemacht und jetzt wieder da. Schaut doch nach Feier aus. Ja, das. Wagen Sie so 10 Kilometer gegen den Wind. Wo ist denn die gerade in deinem Auto? Wo ist das? Moin. Moin. Er wird auch noch mitmachen. Also. Ja, das ist Hennan, das ist gewesen, Digga. Sollen wir das dein Auto entwendet haben? Sollte ich mich umziehen gehen gleich mal, ja, ne? Ja. Ja, sollen wir jetzt das eine machen? Fahren? Sollen wir jetzt das. Wie das Hernandez. Dann müssen aber alle kommen jetzt. Dann müssen alle kommen. Ja. Dann können wir uns eigentlich. Oder? Wollt ihr nicht den Security- und Modematador in der Stadt entführen? Ja, niemals. Ja, dann bin ich ja beruhigt. Okay, ich höre mir mal alle. Ach ja, ein bisschen Ironie muss man ja an den Tag legen, ne? Aber klar. Ja, das ist ja ein neuer Karl Lagerfeld. Wie bitte? Wird sich eben umziehen, oder? Jo, können wir machen. Ui. Ganz seltener Gast. Hey, Curtis. Ja? Hernandez ist gerade hier lang gefahren. Da hat er das weiße Auto hingepackt und hat sich Motorrad geschnappt. Okay. Wollen wir jetzt loslegen? Was machen wir jetzt? Ja, das können wir eigentlich machen, Schneider. Die müssen wir uns holen. Ja. Hm? Dann nutzt das, dann hören wir uns später. Ja, bleib hier, ne? Am Start. Wir packen dann noch. Ja, ich fahre ins Unicorn. Okay. Dann schauen wir wegen den Umbaumaßnahmen. Ja, ich komme dann dahin. Machen wir es so. Na, vielleicht kommt der Hoppel noch vorbei, dass wir uns dann nochmal ordentlich verabschieden. Ein kleines Trinkgeld kriegt. Achso, was ist denn deine ID? Du kriegst doch Geld von mir. 44. Okay, wollen wir, Julian? Let's go. Was einfach hier, wir können ja hier warten, wir können alle hinkommen. Max, Samuel kommt auch jetzt gleich. Denn jetzt hin? Der ist mit Curtis gerade irgendwo hingepfeffert. Okay. Ja. Also ist man hier am Arsch am Parkplatz, hier geht es zu schlimmer wie am Busbahnhof. Ah. Da muss ich mal in Ruhe rumstehen. Auf den Stress ist meine Kippe zum Entspannen hier. Aber eine richtige Kippe und nicht hier nur irgend so eine Turbo-Tabak-Ding. Turbo-Tabak. Soll ich mal eben Hernandez Auto anzünden? Schau mal. Da bin ich dabei. Ja. Man macht das. Prima. Das ist anwaltlich abgesegnet. Wunderbar, let's go, anzünden. Ja, kann man machen, ne? Frankie, du hast Kaugummi am Schuh. Das Auto brennt gar nicht, oder? Das ist feuerfest. Das ist mit Asbest beschichtet. Ich habe, glaube ich, mehr als nur ein bisschen Kaugummi am Schuh. Warum? Die Tür geht nicht zu. Danke, aber hat immer noch nicht. Warte, ich steck nochmal aus.
So, hat der Marshmallows Stock dabei? Ganz weg mit mir nicht. Marshmallows, Stock und dann geht's los. Jetzt mal im Ernst. Also, weil keiner mit Marshmallows dasteht. Wenn wir sie Reifen zerschießen, dann lohnt sich's. Ich packe hier nur mal meine Kiste schnell aus. Warte. Der Dings kriegt ein Display, da fahren wir jetzt hin. Mhm. Na denn, viel Spaß. Jo, dir auch. Wir sehen uns nachher. Ja, Mann, ich bin ja Blödsinn, aber muss ich meine Finger raushalten. Geh mal gucken, was im Würfelpark los ist. Ja, irgendwie müsste ich jetzt so ausspielen, dass der Wagen gestohlen wurde, aber es ist halt die 5M-Mechanik. Ein bisschen problematischer. Ups. Da ist meine Püff. Nichts los, was ist denn da? Das glaube ich jetzt aber nicht hier. Die Sonnenwände werden jetzt alle wieder wach quasi. Stellen wir uns mal hier hin und gucken. Das sind die fürchterlich, dass man die Hupen da verbauen muss. Also das soll ich weglassen. Das ist so ein Blödsinn. Und bloß nicht aufregen. Bloß nicht aufregen, Robert. Mach mal hier. Nicknocks weiter essen.
Und genug gegessen, ja. Wir wollten nur mal kurz wen hochnehmen, hm? Aber wir eine Stunde. Schauen wir mal hier. Was ist denn hier los? Ein Hubschrapp-Schrapp. Alter, warum ist jetzt hier nichts los? Das kann ja nicht sein. Das hier mal, haben wir mal Taschenlampe rufen. Und die kostet jetzt nicht ganz so viel. Ja, 60, das geht. Kostet der. Das geht. Boilerer. Kann man dann auch irgendwie über die Rübe ziehen, das passt. Eigentlich makaber, aber ist halt so, ne? Ja, ein bisschen räudig hier. Und da vorne war da ein Parkhaus, oder? Stirb leiser.
Gebirtrunk. Ach, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, den Laden jetzt hier übernommen. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das dann hier umbauen lassen. Mit Mapping ist ja vieles möglich. Uns hier möglichst keine Leute vorparken, dass wir so Sitzlounges und sowas hinkommen. Ist ja hier, dass man sich die Schnecke da angucken kann. Und drinnen müssen wir auch noch schauen, aber das wollen die dann noch setzen. Dass man hinter die Bar kommt. Man kann halt nicht drüber springen, nichts, gar nichts. Halt die Umkleider, das kennt man ja. Was jetzt so schwierig ist, dass die Mädels, wo wir dachten, dass die tanzen, nicht mehr ganz so einfach ist. Das würde möglichst einmal in der Woche irgendwie aufziehen. Taxiunternehmen, okay. Was veranstalten hier? Das ist ja Kacke. Das ist nervig, sowas. Ja, das ist halt der Nachteil, wenn nicht ganz so viel los ist. Machen wir nochmal Würfelpack. Wir müssen halt mit dem Curtis darüber reden. Wieder aus so Mafia-Typen. Abend. Was geht? Salam alaikum.
Ja, die sind, ja, da muss man ein bisschen Vorsicht walten lassen, gerade wenn man keine Scheiße bauen will. Gibt dann doch sehr viele Gangs und Mafias. Mafien, keine Ahnung, aber halt wie ein Dachdecker. Jedenfalls wie die Henker fahren können sie hier. Passiert. Hm. 5M kann sehr eigenartig sein. Die Leute haben ja wirklich krampfhaft Langeweile. Lasst uns Gott anbeten, lieber Gott im Himmel. Schickt mir einen. Das machen wir mal weg, bevor es hier Lizenzprobleme gibt. Uiuiui. Uiuiuiui. Was ist das jetzt so? Oh, Messe. Abend, was geht? Ist die weiße Karre deine Karre? Das Moment. Ist zufällig meine Karre, ja. Was soll denn mit der Karre sein? Die stand doch vorhin am Hangar zufällig, ne? Ja, zufällig. Ich fällt da mit dem Flugzeug einpacken, die stand da mies im Weg. Ja, das kann durchaus sein, ja. Ganz blöd so. Aber da hat sich dann später dann die Stadtreinigung rumgekümmert und abgeschleppt. Achso, na gut. Na gut, ich geh dir da oben mal abnerven. Mach das, viel Spaß. Ah, er hat die Karre geklaut, der Vogel. Aber passt schon. Okay, warte. Ja, wissen Sie, wer das ist? Wer? Schade. Wer gerade mit Ihnen gesprochen hat? Die Cops interessieren sich für den, das ist das Lustige. Ich guck mal, wie sein. Wie heißt das Kennzeichen? SUV 752. Ich frag mal, wie der heißt. Ich hab einen Freund bei der Polizei. Warte. Der heißt. Dustin? Nee, keine Ahnung. Ja, anders. Irgendwas mit James. James? Ich glaube schon, ich bin mir nicht sicher. Uiuiui. Also ich bin der Herr Hoppel, Taxichef. Ja, ich bin der Williams, Bennys Mitarbeiter. Williams. Williams. Soll ich das nachkontrollieren? Schreiben Sie ruhig auf. Ja, ich schreibe mir das auf. Und Vornamen auch noch? Das geht ja klar. Noah. N-O-A-H. Noah. Genau. Ja, da habe ich ja schon mal was über Sie gehört. Konsument. Alles klar. Mann. Passiert manchmal. Ja. Steck gerne in Trend aus. Also schönen Abend noch. Jo, tschüss. Was für ein Arschloch. Ach, wegen dem LKW-Fahrer muss ich auch noch mal zur Polizei. Wegen dem habe ich Ärger gehabt. Der muss ja wie ein Behämmerter durch die Stadt geflogen sein und hat ein ähnliches Flugzeug wie ich. Und mich zieht's raus. Francis ist das noch oder so heißt der? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der ist ja maßgeblich scheinbar, weil er meinte, ja, mein Auto stand so behindert im Hangar. Der konnte sein Flugzeug nicht einpacken. Ich hab sein Kennzeichen. Wenn das falsch ist, dann ja. Dann wissen wir's, ne? Also Unhöflichkeit siegt anscheinend hier auch. Und Wasser Tempeste.
Nur halb so schön wie mein Grauer. Ich spiele die Leute hier ungern dann, aber wenn man mir Ärger einhandelt, wenn man hier fast Terrorismus ja gut, aber ich denke, Androhung kriegt. Manchester mit dem LKW, der Typ ist nicht lange noch auf freiem Fuß, weil der dealt mit Waffen, obwohl der Taxifahrer ist. Also deswegen habe ich ihn rausgeworfen. Das ist auch besser so. Man kann sich die Leute hier nicht aussuchen, gleich. Nee, ist schwierig. Abend? Abend. Guten Abend. Warum tragen denn hier alle eine Maske? Ich weiß es nicht. Wir sind immer noch auf einer Suche, aber hat sich ja erledigt. Da brauchen wir doch kein Tuch anziehen. Da aus Gesundheitsgründen muss man die jetzt momentan sagen. Das ist der neueste Modeschrei. Wegen der Tröpfcheninfektion. Und ich fahre mal eben zu der Polizei. Ich habe da so Termine. Macht es. Der Typ ist jetzt wirklich ein Herr Hoppe. Ja, bitte. Der Typ. Programm einliefern lassen, ne? Ja, aber ich finde den trotzdem. Also, oh Gott, du Upsala, langsam. Ja, bitte. Ja, Moment. Boah, ich höre gerade nichts, Mann. Passt schon. Nichts passiert. Was würde ich nicht machen? Danke. Ja. Alles klar, wir sehen uns heute. Ja, als Medic Chief geht das klar. Ja, definitiv. Oh, Medic Chief, oh Scheiße. Ich muss. Sie sind Medic Chief, oder was? Ja. Uff. Sie können was. Scheiße. Und dann kommt ich. Richtig gleich unsympathisch geworden. Alle machen 10 Meter Abstand. Nee, das nicht, aber sie können was im Gegensatz zu mir. Ich kann. Warten Sie, ich kann zaubern. Na super. Zeigen Sie mal her. Also, ich zeige Ihnen einen Zaubertrick, mit dem bekommen Sie 1 Milliarde Dollar bei der nächsten Sonnenwende. Mhm. Ficken Sie sich. Mhm, okay. Das klappt zu 100 Milliarden %. Mhm. Manchmal kriegt man sogar 2 Trillionen raus. Ah. Wenn es gut läuft. Ja. Je nachdem, welche Lottozahlen gezogen werden. Bitte? Je nachdem, welche Lottozahlen gezogen werden. Genau. Aber dass es klappt, müssen Sie mir noch, ich gucke mal kurz auf mein Konto, die Millionen voll machen, das wären nur noch 955.000. Und dann kriegen Sie die Millionen überwiesen. Dann schau kriegen Sie mal. 1 Milliarde zurück, also. Ich brauche nur 500.000 bis zur Million. Es geht ja auch, wenn du 100.000 Dollar zahlst, um das Erbe vom Prinz von Bengalen zu sichern. Genau, ja. Dann musst du nur 100.000 anzahlen. Der Herr hat das auch schon gemacht und der wurde nicht enttäuscht. Nein, ich habe sogar ein Flugzeug mir leisten können dadurch. Eben. Und er ist 12-facher Trillionär, aber er will es nicht offen zeigen, weil er nicht mit seinem Geld pushen will. Ja, natürlich. Verpiss dich bitte, Klaus. Wir sind in einem ernsten Gespräch. Wir wollen nur das Erbe vom Prinz von Bengalen retten, der sein Erbe nicht antreten kann, weil die Bank spinnt. Ich fahr eh weiter, ne? Okay, tschüss. Ciao. Ich glaube, der glaubt mir nicht, dass das mit dem Zaubertrick klappt. Das glaube ich auch nicht. Aber sie haben doch so gut mitgespielt. Ja, natürlich glaube ich dir nicht. Wäre so gut, wenn jetzt wirklich nach der nächsten Sonnenwende sein Konto voll wäre. Das wäre mies. Soll ich es auch mal bei Ihnen machen? Ficken Sie sich. So, jetzt bekomme ich noch 955.000. Oder 100.000. Genau, um das Erbe. Die Erbe. Um das zu retten, das Erbe. Genau. Ach ja. Ich will weg hier. Hier sind nur Missgeburten. Antische Musik. Ey, Klaus. Das ist Musik zum Streamen. Klaus, komm mal kurz bitte. Du musst mit dir kurz allein hin. Ich mach's gleich wie bei deinem Vater. Ich schieß den nicht. Uns machen Sachen. Naja. Bisschen Fitness. Ach du Scheiße. Dann also Korps, alles klar, Mann. Bisschen Zumba-Fitness. Ich glaube, ich will heute noch an die Copacabana, oder? Wie findest du das, Korps? An die Copacabana. Ich tanze für dich wie eine wie ein Dealer. Jasmin, ich schreib dir mal was. Okay. Egal, ich hab meine Nummer, glaube ich, nicht mehr. Ah, doch, da. Genau deshalb möchte ich an die Copacabana. Ah ja. Ich schwöre, ihr seid echt also. Könnt ihr was sagen, damit würde ich mich selbst an. Und Carsten, jetzt du bist dran. Oh, jetzt wollen wir tanzen, wa?
Aber richtig ah, abgehen ja. Hier. Ich spür den Beat, Digga. Ja, lass uns ein bisschen langsamer angehen. Der gestörten Verein. Juhu. Selbsthilfegruppe. Sollen wir uns alle auf den Boden setzen und von unseren Problemen erzählen? So, sein. Bei der anonymen Alkoholiker, wo sich jeder beim Namen kennt. Wir haben einen, der wurde wirklich in eine Ausnüchterungszelle gebracht. Anonym, ich nicht. Nee, war John. Nicht John, Luke. Der hat sich absolut die Kante gegeben, der Boy. Ich war auch schon öfters alkoholisiert, aber. Aber nicht so krass, dass du. Sehr oft. Doch, eigentlich schon, aber ich wurde trotzdem durch eine Zelle gesteckt. Man muss sich halt zu benehmen wissen, ne? Alles klar, ne? Weil ich noch über Mika, warum ist eigentlich deine Scheißmaske kaputt? Weiß ich nicht. Ey, rate mal, was ich noch gemacht habe, als ich Luke zum Dings gefahren habe. Yassin, warum ist eigentlich deine Nase dick? Ich habe ihm sein Dings einfach. Weil meine Nase dick ist. Damit er besser riechen kann. Genau. Ich hab meinen. Mika, warum ist deine Nase so dick? Ey, Mika. Damit ich dich besser riechen kann. Mika. Ja. Nichts. Wuhan. Digga. Hochgenimmt. Hochgenimmt. Ey, wie fandest du meine Aktion ey, eigentlich? Was? Digga, ich schwör, es war so lustig. Ich hätte so gefallen, wer auf dich geschossen war. Ne? Ich hab noch seinen Reifen zerschossen vorhin. Er hat direkt Taser oder so gezogen. Nein, er hat normale Waffe gezogen, Digga. Doch, der Hund. Der wollte dich abgezogen. Hat ihn auseinandergenommen, Junge. Du wärst einfach rückwärts gefahren. Ich habe noch so kurz überfahren. Ist ah, ja schade, klar. Dass der Musik kaputt ist. Tja, was soll man machen? Ey, ich habe meinen Papa. Oh, jetzt wird's traurig, ja, was gibt's? Ich habe meinen Papagei getötet und gebraten, weil er so stark war. Ich auch. Okay. Ich vermiss ihn. Mein Arschloch geht auf. Vor allem, oh, wisst ihr, wisst ihr, was lustig ist, wenn zwei Papageien nebeneinander stehen? Ja, moin. Hallo, 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 hallo. Ihr seid alle so krank im Kopf, Alter. Ich schieb Depri, Digga. Alles wird gut. Das ist mein guter Freund. Ah ja. Alles wird gut. Warte, ich hat er dich angerufen? An. Ja. Was, ey, komm mal mit. Warte mal. Das denn? Dustin. Was habt ihr alle mit dem Dustin? Das ist. Na, jetzt. Der eigenartige Mensch. Ach, keine Ahnung, ey. So, der will doch hier so bei den Gangs Praktikum machen und so Scherze. Verstehe ich nicht. Praktikum bei den Gangs? Ja, was ich so gehört habe. Das ist ein warmer Praktikum bei den Gangs. Ja, weil ich bin ein seriöser Mensch, ja, aber das ja, ist so viel. Oh mein Gott. Da kann man richtig abgehen. Das ist Silly 7. Der passt richtig gut dazu. Klaus, ey, wir fahren Klaus, mitkommen. Oh, ich muss los, sorry. Ach ja, dann machen wir das so. Die Pfosten. Ja, bis später. Alles klar. Bis später. Ach ja, schlimm, 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 schlimm. Sind sie alle wieder weg? Das ist ja ein bisschen eigenartig, aber naja.
muss er hier warten. Aber es ist hier mal bei den Leuten sensationell, ne? Ja, mal hier was zu trinken nachordern. Da müssen wir noch Platz in der Kiste. Jetzt so wie am Busbahnhof, aber ist trotzdem keiner da. Immer was die Leute den ganzen Tag machen hier. Ja, das ist so eine Dings. Ja, schade, dass ich kein Anwalt bin. Also, da würde ich dir aber mal ein bisschen was über Terrorismus erzählen, aber ja, möchte man ja nicht. Blockiert man. Hallo. Stimmt, wir waren irgendwo stehen geblieben, ne? Ja. Das ist spontaner Rave und dann geht's los. Geht der ab und verlegt. Nee, welcher Tanz? B7. Stand City 7. Alle. Genau. Was? Stand City 7. Pack das Pferd weg, Jasmin. Ja, als Demonstration gewertet werden, dieses Pferd. Warte, steck's mir wieder rein. Du machst du hoch, Mann.
Ey, Klaus. Ah! Klaus. Miguel kann niemand aus dem Zeugschutz bekommen holen. Kann er? Kann er nicht. Ja, ist doch egal. Er kriegt aber auch nicht unser Anwesen. Ja. Ich glaube, wie das aussieht, wie alle mit diesen Scheiß-Tanz. Ey, ist doch geil, Alter. Langeweile lässt grüßen. Ey, wer von euch will mal auf den Hähne schießen? Ich nicht. War ganz entspannt. Wie viel bekomme ich von euch, wenn ich den, den Pilot mit einem Schuss töte? Ich habe $20 dabei. Reicht das? Ja. Gehst du dann in die Geschichtsbücher rein als der $20 Auftragsmörder? Stehen da oben zwei Personen? Ja, da oben stehen zwei Personen. Warte mal. Kommen die da hin? Hedi. Soll mal gleich hier mit so einem Insektensprühflugzeug der drüber? Der eine ist doch Kopf, der andere. Der andere ist der Typ, den wir suchen, oder? Nein, der hat was Weißes an, oder nicht? Nee, Mann. Ja, der hat was Weißes. Der kann sich auch rumziehen, Dicker. Stimmt. Wir waren jetzt nicht ganz Zeit hier. Hat dein Boxer so Haare wie der? Der hat diese Maske an, Digga. Diesen Hut an. Wo denn? Gucken mit eurer Kamera. Da oben. Sucht mal ganz nah hin. Auf dem Haus, direkt vor uns. Digga, was ist das da oben? Das sind zwei Typen. Das sind, nicht, dass die das jetzt sind, hier runterspringen, Digga. Ich fang die auf. Das sind nö, ich schieß noch drauf. Das ist der das? Das sind die nicht. Nein. Schon. Das ist doch der Jones und wer noch? Dieser eine Typ mit dem Macho. Der Kopf scheint der Jones zu sein, aber der andere. Ja. Ey, will einer von euch mal da drauf schießen? Auf jeden Fall. Die waren eben beide noch Bennys. Ja, waren's auch. Der Typ hat keine Reifen mehr, also ist mir egal. Ich mach jetzt einen Platzwechsel. Ich war jetzt Richtung Bennys mal gucken, was da abgeht. Was sagst du, wenn der seinen Autotune drüber? Ich komm mit. Ich bin dabei. Na, dann gehen wir mal gucken, was da los ist. Vielleicht gibt's was im Sonderangebot. Zu, das ist wie im Ameisenhaufen. Verstehe aber nicht, das ist dann wirklich. Das ist so nervig, wenn sie alle Supersportwagen fahren, aber. Ja, Mai. Das ist halt kein ganz so strenges RP, da kann man mal ein bisschen Scheiße machen. Ja, wir sind Abo nicht vergessen, wer auch immer gerade zuguckt. Gerade nicht sonderlich viel los, ne? Ich weiß nicht, die sind schon wieder beschäftigt und ich kann mich halt an dieser kriminellen Kacke weniger beteiligen, weil das einfach mal eben nicht der Figur, die ich spiele, entspricht. Ey, Minette. Du musst sagen, einfach Schuhe zu binden, einfach mal. Ey, wer kommt? Oho, ey, ich muss Schuhe binden. Ich? Was ist denn mit Schuhe Carsten binden? Los? Das wieso? Sieht gar nicht gut aus. Hä? Besser? Nee, Schuhe binden ist ja das hier. Oder so. Oh, shit. Ich hab Klettverschluss, okay. Ich muss meine Schuhe nicht binden. Halt's Maul. So. Er trägt nur Klettverschluss. Er ist ein kleiner. Wer kommt mit Billard spielen? Nee. Ist sein Tuner hier? Soll ich mal so richtig assi sagen? Nee, hier ist kein Justin. Tuner. Da steht nur Madame Justin. Clary. Mach mal so, wenn Digga, du hier steht so niemand. Bei ihr stehst, mach mal so. Yeah. Seht ihr mich? Wo ja. Bin ich gerade? Ja. Wo ist sie? Nimm mir einmal. Ja, ich muss jetzt erstmal weg. Oh fuck. Boah, hallo. Hey Amy. Hallo. Moin, hier, Leute, wenn ihr euch prügeln wollt, ne?
Ja, gell, also wer hat mich geschlagen? Ja, ja, da unten irgendwo, aber nicht hier direkt von Benny. Nein, das war aus Versehen. Das war keine Absicht von ihm. Ach komm, halt's Maul, Alter. Ah, da ist ein Heli. Nee, wie kommt der denn da hin? Oh. Was ist denn mit Carsten los? Da unten. Keine Ahnung, was schon wieder los ist. Carsten hat immer Probleme. Hör doch mal auf mit Carsten, Alter. Was ist denn mit Carsten los? Das sieht gar nicht gut aus. Ey, der kifft schon wieder mit Doppelfilter. Ich bin einfach zu alt. Ja, wenn du irgendwann mal Zeit hast, dann guck dir mal, was ist denn mit Carsten los. Geh ich hin. Carsten, das sieht hier seid ihr also. Oh mein Gott. Mein Panzer fährt nur 110. Ups, die zieh die ab, ich wohl übersehen. Mir macht Spaß. Ich geb Gas, ich geb Gas. Mein Gott, jetzt geht's los. Ich will nicht freundlich sein. Hier ist Marvin. Was geht? Ich geb Gas, ich geb Gas. Nix dazu sagen. Mein Panzer fährt nur 110. Ist doch geil, ne? Geil. Wenn du so durch die Innenstadt hyperst, kommt das auf jeden Fall gut. Ja, aber sechsmal mache ich das immer, wenn ich irgendwie mit irgendjemand mitnehme, Alter. Ich geb Gas. Achso, warte mal, fuck. Da zieh nicht die Cops raus, du steigst aus. Mein Panzer fährt nur 110. Ja. Das war ich demnächst, Alter. Ich schwör, ihr habt echt eine ganze Behinderung gemacht. Hi, so, doch hi. Moin. Hast du deinen Ruf weg, wenn du die Aktion geliefert hast? Ist ja so, dass ich jetzt hier einfach. So? Nein, nicht mal. Ey, nicht mal Kondosturm. Ja, halbes. Ich will einfach sterben. Wer möchte sterben? Der Chief Medic, ne? Oh mein Gott. Bring ich dein Auto, dann bring ich dich auch gern um. Sterbehilfe ist nicht wirklich gerade zulässig. Sicher? Wenn du mir nochmal so kommst, dann ja, so hol ich dich auch da gar nicht mehr hoch. Also, du hast gesagt, du möchtest sterben. Das war ein Spaß. Ja, guck, das war ein Spaß. Siehst du? Ja, eben. Von mir war es ein Spaß. Ja, sein Panzer fährt nur 110. Ja. Ja, genau. Ey, lass mal Helikopter machen. Was machst du da? Ja, ich weiß. Helikopter, Digga. Nihau. Die Verhandlung wieder. Ich komm nicht durch, ich bin zu breit. Ah, doch, ich komm durch. Immer eine Anhänger Abstand bitte. Ich fahr mit los. Go. Fuck! Mein Panzer fährt nur 110. Ey, Carsten, geh mir auf den Weg. Ja. Ich bin ganz arm auf der Wie. So irgendwie Schulterschmerzen oder so. Ich bin ein Vogel. Oh, Lautbläser gehört verboten. Frei. Oh, Junge. Warum? Damn. Lol, was ist das für ein Auto? Lol. Hey, Clary. Klarinette. Wer war das? Der mit der Maske. Toll. Gut, dass ich gleich aus dem Raster falle hier. Wir müssen jetzt auf alle. Nächster! Die haben alle Tuning-Verbot, die mobben mich. Hey, ich geb dir eine Rose, aua! Okay, Dexter hier. Zweite Rose für dich. Boah, das freut mich aber. Du könntest es aber auch mal gucken, warum mein V8 in dem Ding nicht rundläuft. Also, vielleicht kommst du drauf. Sag mal, wird dir das Tuch in der Fresse eigentlich nicht zu warm? Wen genau? Warum machst du einen Regenschirm dabei? Die Gesundheit tut man doch alles. Lass mich doch mal einen Regenschirm dabei haben. Guck mal, weil ich dich gerade. Nee, ich hab. Weil Klaus dich gerade Clarinette genannt hat. Ach komm, Alter, von wem hau ich das wohl, ne? Oh, ihr seid beide scheiße. Oh, danke. Damit habt ihr den Lieblingsstatus verloren. Oha. Mhm. Oberliebling sind wir. Okay,
So. Ja, habt ihr doch alle nicht mehr alle. Oh, bei Linge. Mach mal bitte Panzer. Mein Maserati fährt 210. Schwupp, die Polizei hat mich gesehen. Jawohl. Gib nee, ihm. Ist eine andere Version. Mein Panzer fährt nur 110. Hups, den zieh die ab. Ich wohl übersehen. Mir macht Spaß. Warum habe ich das Gefühl, es macht Spaß? Was ist die Meeting Point Filme? Der gerade unter Zoom läuft, einmal ein bisschen springen. Ja, du wolltest mich vorhin umbringen, weißt du noch? Ich mach Spaß, ich geb Gas. Kann man hier Musikwünsche einbringen? Ich will Spaß, ich will Spaß. Wenn ich wünsche. Wer hat einen Bluetooth-Speaker von euch hier? Ich nicht. Ich hab nur Musik auf USB-Stick, aber. Sag's doch gleich, wer hier den Bluetooth-Speaker hat, ey. Ich glaube, der Herr weiß. Der steckt sich den USB-Stick immer zwischen die Arschbacken und dann. Oh, toll, das war jetzt 10 Put, den brauchen wir. Denkst du, ich bin in Arbeitskleidung, darf ich trotzdem tanzen? Ja, tanze. Uff, Kündigung. Mein Panzer fährt nur 110, ja, ja. Hier spricht das Niveau, wir sinken. Wie sollen wir sinken, wenn wir schon ganz unten sind? Du jetzt kennst du nicht Niveau. Sag mal, kennst du nicht den Spruch, über deinem Niveau wurde gerade eine Kellerwohnung frei? das kenne ich. Nur zu gut. Den muss ich mir merken. So, und wer nimmt jetzt hier die Musikwünsche entgegen? Sind keine Musikwünsche mehr. Weiß. Der mit den Glowsticks. Hey, Musikwunsch. Mhm. Du wolltest doch, hey. Du musst einen Dollar reinschmeißen, oder? Wie bitte? Du wolltest doch mal bei uns anfangen. Nee. Ich war schon mal hier. Du musst ihm 10.000 geben, dann darfst du einen Musikwunsch abgeben. Einen Dollar in den Mund stecken und dann geht das. Clary, wer war das, der mal bei uns anfangen wollte? Ich nicht. Ja, mit der Maske. Ach, der mit dem Handtuch im Kopf. wo bleiben die Bewerbung? Ich muss noch gucken, was ich reinschreiben muss. Also du hast mir den Tipp gegeben, ich habe einen großen Schwanz, aber ich bin mir gerade nicht so sicher. Was? Wer hat dir einen Tipp mit großem Schwanz gegeben? Ja, ich glaube, das war Brian. Clarys Niveau ist tief unten im Schnauze! Ozean. Komm mal mit hier. Ich glaube, du musst sogar im Sand danach suchen, hör mal. Cloud. Ich gehe jetzt. Nein, du bleibst da. Immer hauen wir ab und jetzt haust du ab. Zu normalen Preisen machen. Nein. Zwar alle, die dazugehören. Aber ich habe nur gemacht. Ich habe nichts gemacht, das ist unfair. Ja, Mika hat nichts gemacht. Nur für normale Preise geht Türber, muss die heimische Wirtschaft ja stärken. Das ist richtig. Okay. Du kriegst auch immer Trinkgeld, wenn ich dein Lieblingsfaddy bleiben darf. Ist er der Neue? Ja. Ja. Der geistig Behinderte. Warum hat der Neue das gleiche T-Shirt an wie Sebi und Klausi? Woher weißt du, dass ich Sebi bin? Also ich hab's immer, ne? Ich rate. Wer will denn hier jetzt mit mir kuscheln? Also Larry, wo ist Sebi. Mein Fahrzeug? Das ist Klaus. Ich will mit dir kuscheln. Ah. Oh, kuscheln. Oh, ich will mich entschuldigen. Klaus Larry. Ist meiner, hör auf. Sorry. Oh, der gehört mir. Okay. Komm her. Ey, wir hatten noch eine Viererbeziehung. Wo ist mein Tempesta? Ach, komm, Alter. Wir hatten eine Viererbeziehung. Mein Gott, das ist einfach gemacht. Wir sind so gleich, Klausi. Oh, ja. Wurde der Tempesta abgeschleppt? Oh. Habt ihr da was mitgekriegt? Anscheinend schon, ja. Also ich war nicht dabei. Doch, nee, jetzt, nee. Wer möchte mich jetzt umarmen? Hallo. Was soll ich von mir? Alle umarmen. Wir umarmen uns alle. Carsten, du kriegst auch eine Umarmung von uns. Carsten kriegt von einfach komm nur her, Carsten. Nee, lass. Guck mal, so geht das. Ja. Viererbeziehung, Jungs. Sorry. Klaus, bleib. Hier. Schlimm hier. Der Arsch gehört mir. Was passiert da denn? Komm mal. Wie machst du das? Ich schrei yeah, wenn ich dich sehe. Yeah. Yeah. Okay. Y-E-A-H. Yeah. Und dabei mache ich noch Yoga. Du bist auch nur Mist. In meinem Bein. Wo bist du? Springer. Wer? Yasin Davis. Yasin ist hier? Ja, ich bin noch hier. Piss dich mal, Yasin, Alter. Bin fucking geil, fuck, Grove. Ich bin nicht mal von Grove, aber okay. Aber dein Grün. Deswegen dachte ich. Ja, und was soll aber ich jetzt machen? Der Wagen. Was soll ich jetzt machen? Soll ich Pink machen, oder was? Ja, bitte mach mal. Scheiß mal. Spring mit mir. Spring mal bitte, dass er nach vorne umfällt. Oh, mein Gott, ich bin auch drauf.
Ey, verpiss dich mal, Yasin. Yasin, geh mal kurz nach rüber, bitte. Oder mach mal deine Schuhe nicht. Zu. Mach mal deine Schuhe zu. Jetzt? Ja, geh Power netten. Power netten. Komm, wir gehen mal rein. Wo ist Klaus eigentlich hin? Wow. Klaus ist meiner. Von dem Dexter jetzt nichts wissen will, raus. Okay, tschüss. Jetzt sehe ich es jetzt nicht mehr. Ja, von mir möchte Dexter was wissen, weil ich... Halt's Maul, Klaus, du bist unwichtig. Und das? Hey, Clary. Clary. Hi. Ich hab ein Problem. Wo bist du denn? Ich bin neben dir. Okay. Ja, doch, im Warte. Achso. Was los? Es ist meine Front und meine Seite. Ja. Ja. Und mein Sticker, der echt scheiße aussieht, einfach drauf ist. Ja. Tja, den Sticker kriegst du nicht fahr weg. Fahr mal da rein. Wenn ich die Clary, ich hab eine Frage. Bin ich noch dein Lieblings-Sally, bitte? Ja. Ja. Toll. Du bist der Lieblings-Sally und du bist nur Mika. Ich bin Kevin. Ach stimmt, du hast Kevin, ne? Ne, mit Maske bin ich Kevin, aber ohne Maske bin ich Mika. Ne, dann bist du ein besoffenes Stück Scheiße, was eigentlich mal ein Ausnüchtern müsste. Spaß, jetzt bin ich Kevin. Hallo, ja, ich bin Kevin. Kevin, Mann. Und du bist Carsten Stahl. Kennst du Carsten Stahl wenigstens? Ja, den kenne ich, ja. Danke. Was ist denn mit Carsten los? Was ist denn mit Carsten? Das sieht gar nicht gut aus. Ich geb dem Ding gleich eine Kopfhörer. Irgendwie finde ich dich sympathisch, ich weiß nicht wieso. Ich glaube, weil wir schon so oft zusammen gesoffen haben. Das kann durchaus sein, ja. Saufen. Nein, Kevin. Saufen, morgens, mittags, abends einfach saufen. Ja, geh mal zu trinken holen. Na, wie kommen wir dann hier wieder weg? Wir. Na, werden wir hier saufen? Ich gehe jetzt schlafen, gleich. So. Ja, stimmt, es ist schon spät. Ja, ich muss morgen ganz früh aufstehen. Oh. Ich muss morgen um 8 in die Mine, 3 Stunden her. Um 8 in der Früh gleich. Soll ich dir mal sagen, wie viel Geld ich noch hab? Keine Ahnung, 50 6.000. Dollar? Das ist viel. Das ist gar nicht. Kann man richtig was mit anfangen. Null, niente. Absolut gar nichts. Davon kann ich mir einen fucking Dune-Loader kaufen, Mann. Aber ich stand gestern noch 5 Stunden oder so, weil ich habe mir Pilotenlizenz gemacht und ein Flugzeug gekauft. Glückwunsch. Du hast was erreicht in deinem scheiß Leben, Mann. Nicht wie, ich habe meine Anwaltslizenz immer noch nicht und mache jetzt einen Stripclub auf, aber... Ey, aber besser als ich, Alter. Wieso? Ey, ich bin seitdem ich hier auf der Insel bin, ich war kurz Cop, als korrupter Cop. Und seitdem bin ich im fucking Kartell. Und jetzt laufe ich als Kartellmember, als Kartellberater, also der dritthöchste Rang, laufe ich einfach in Jogginghose und T-Shirt rum. Ich sollte eigentlich Anzug tragen, Digga. Ja, wer Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren, aber... Das finde ich das nicht so nett. Aber mir steht's doch, oder? Also... Ja, kann man mal machen. Ich würde wirklich mich mehr in einer Gang fühlen, also in so... Keine Ahnung, es gibt halt keine Gang, die schwarz-weiß trägt, ne? Doch, Babylon. Gibt's die noch? Wir werden Bier haben. Halt's Maul, Mika. Was kommt, gönn mal. Eins nehme ich. Findet ihr, dass Clary auch eine ganz nette ist? Eine Clary-Nette? Nein, das ist etwas flach. Ey, Klaus, ich bin wieder Lieblings-Serie von Clary. Willst du auch ein Bier? Nur Klaus. Carsten, trinkst du mit uns ein? Ja, trinken wir uns. Dann können wir uns hier hinten in die Lounge setzen. Ja, ja, das geht ja so hin. Hi. Komm, ich gebe dir auch ein Bier. Spaß. Gib mir ein Bier. Ja. Hübsch. Führerschein? Ich bin so betroffen. Brauchen wir nicht. Hallo. Willst du dich auf meinen Schoß setzen, Carsten? Genau. Ja. Nein, macht sich Musik aus. So unter dem Mann, lass uns kuscheln und dann die Musik dazu. Nee. Ja, hier hinsetzen. Ich bin deprimiert jetzt. Carsten? Ich hab eine Frage, wenn es dir zu privat ist, ist mir egal. Wie alt bist denn du? Ich bin 39. Willst du mich adoptieren? Da muss ich ja, wie alt bist du? 20. Also im schlimmsten Fall müsste ich dann, wenn du noch keine Ausbildung hast, noch 5 Jahre Unterhalt zahlen. Nein, ich hab eine Ausbildung als Kartellnummer. Sogar, ey, ich bin Berater. Staatlich, das ist staatlich anerkannt von der Industrie- und Handelskammer? Sebi, du warst, Sebi war Cop. Ich war mal Kopper, ja. 4 Tage, dann habe ich abgebrochen. Wow! Das ist immer noch besser als Hauptschulabbrecher. Definitiv. Weißt du, ob ich da noch ein Klopsch? 4 Tage! Soll ich dir sagen, wie ich es ins PD geschafft habe?
mit einer Bewerbung, wovon genau zwei Sachen stimmen. Das war mein Alter, also mein Geburtsdatum und mein Name. Mehr hat in dem Dings nicht gestimmt. Ich hatte auf einmal ein 1,4er Abi. Und war schon damals in meinem Heimatland so schlau, dass ich mit 15 meine Cop-Ausbildung angefangen habe. Oh. Ich hab was erreicht. Und du siehst aus, als hättest du Geld, das reinpasst. Mein Vater hat mich verlassen. Mein Vater ist von der Insel gegangen, Mann. Vater ist von Zigaretten kaufen nicht zurück. Der wollte doch nur unten an den Automaten gehen. Mein Vater hat mich öfters gehauen. Ja, meine auch. Alter, ich lag gegen meinen fucking Vater schon einen Koma. Ich hab sogar immer noch die Schläge. Ah. Wer ist von euch, Spackos, hier? Nicht, Digga. Ich hab immer noch die Schläge. Warte, ich zeig dir euch. Alter, das tat weh. Du kannst nicht auf mich draufspringen. Mach an. Ja, mein Vater hat mich immer gesagt, ich darf euch nicht verprügeln. Oha. Jetzt kommt die Musik. Bin ich nicht mehr dein Lieblingsklaus? Doch. Fuck. Ich hab gedacht, ich bin ein Lieblingsmensch. Ich bin doch. Ja, von euch machen sie, gell? Scheiße aus, Alter. No, don't touch me there. Don't touch me there. Warum kennen wir das alle? Carsten, kennst du das auch? Carsten Stahl. Ich kenne vieles. Was ist denn mit Carsten los? Außer dich. Wirklich, das kennt der nicht. Das musst du dir unbedingt irgendwann mal angucken. Ich habe ein gewisses Niveau, was ich an den Tag lege. Und da gibt's halt Grenzen. Warum denn ausgerechnet die? Oh nein! Hol das aufblasbare Pony raus! Ich finde mein Pony nicht. Was? Nein, du Pisser, verpiss dich doch nicht! Oh. Ja, habt ihr doch nicht. Was ist jetzt schon wieder? Wo waren die schon wieder hin? Ich spieße euch mit meinem Einhorn auf. Nee, ich bin nur betrunken, tut mir leid. Oh, sorry, gleich, ich wollte nicht auf dich stellen. Ich bin betrunken und bekifft. Es werden immer mehr. Ich denke mal, einen Schluck Wasser, es hilft. Nee, Wasser ist zu gesund für mich. Dann nimm eine Ibuprofen und isst bei, weiß ich, hier, so Clackenbell oder so ein Burger. Du bist echt eine Nette. Darf ich dir deswegen Clavinette nennen? Nein. Hör auf ihn zu pinkeln, Jasse, nur weil wir das bei dir gemacht haben. Willst du mich jetzt hauen? Denkst du, wenn ich außer dir Dienst gehe, darf ich sie dann alle schlagen? Ich hab nichts gemacht, ja. Ich hab nicht Clarinette gesagt, das war Klaus. Ich nenne dich auch nie wieder so, okay? Klaus, was trifft Clubbesitzer? Mehr kann ich auch nicht machen. Wie willst du? Jetzt erstmal außer Dienst. Was ist denn? Hey. Mein lieber Kollege mit dem dunklen Shirt und der verkehrten, wo ist denn der mit der verkehrten Kappe und dem dunklen Shirt jetzt gerade? Meinen Sie mich? Alter, Bruder, du musst mal deine Schuhe binden gehen, Maschallah. So, ja? Wenn du noch einmal über meine Motorhaube rutscht, dann poliere ich meine Motorhaube mit deinem Gesicht. Halt mal um. Ich hasse so eh nicht, Bruder, Mann. Larry, okay, besser, ja? Ich geh jetzt schlafen. Okay, schlaf gut. Tschüss, Mann. Morgen bringst du mich nicht um, okay? Moment. Das war aus Versehen. Oh, Leute! Oh, danke. Ey, Larry, der wollte mich vorhin umbringen. Du hast auf mich geschossen, nicht ich auf dich. Ich hab dich geschossen. Wohin? Und das war wirklich aus Versehen. Da hinten vor die Tür, vor die Grüne. Ey, das war wirklich aus Versehen. Du bist ins Feuer danach gegangen. Was für Feuer, Digga? Du hast mich nicht angeschossen. Warte. Ich hab nicht auf dich geschossen, ich hab aufs Feuer geschossen. Auf einmal bist du reingelaufen. Hä, nein, Mann, das war nicht ich. Doch. Ich bin Papa Schlumpf, Mann. Ja, ach so. Ey, ist das hier mal wieder scheiße, Alter. Ja, Dampfen! Hau rein, Mann. Was soll denn die Kacke? See you later, Alligator. Wo ist jetzt Clarion? Die ist Tune gegangen. Wer ist das da hinten? Sind die denn jetzt hin?
dann sind die jetzt auch andersweitig beschäftigt. Oder? Schauen wir mal. Was ist denn mit Carsten los? Das ist ja gut, nicht Au. Das ist eine gute Frage, was mit Carsten los ist. Das müssen wir gleich mal erforschen. Au! Biene! Wer ist eine Biene? Hier ist eine Wespe oder so. Carsten, Biene. Spinnt Sport! Biene. Ja, Carsten Biene. Das hier, mein Freund! Das sind Engel. Oh nein! Ich bin da mal weg, D. Geh doch weg. Es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging. Da-da-dam, da-da-dum. Da-da-da-dum. Da war ein Wirtshaus, aus dem das Licht noch auf dem Weg schien. Schlimm. Hab ich keinen Bock mehr auf dich. Ey, Klaus, komm mal. Oh, jetzt muss ich hier. Warte, kurze Pause. Okay. Immer diese Pausen hier. Dicker, das Auto! Welches denn? Das, meins, hier. Das ist Klaus, ich will wissen, ob das ein PD ist. Oder lass da heimlich hinfahren, so ab. Nein. Mach Jungs, nicht. Was wollt ihr vom PD? Also ein Heli ist gerade gelandet, ne? Ja, ist scheißegal. Wir wollen ein Brötchen kaufen, mehr nicht. Ah, ist so schön. Ja. Wenn ihr den Typen sucht, der ist, glaube ich, fährt gerade rum. Wenn der Brötchen dabei hat, ist das doch super. Ja, ist ja super, ne? Ist einer von Bennys gerade hier? Ja. Der kauft Brötchen. Was ist denn mit Carsten los? Das verstehe ich auch nicht, also wirklich. Ey, Digga, ich schwöre, ich kann diesen Typen nicht ernst nehmen, ne? Warum? Ich schreibe ihm, traut sich da jemand nicht? Und dann schreibt er, warte ab, ich habe so Angst jetzt von dir. Hey, wir sind halt mehr als er, Alter. Und er macht so Faxen. Er wird am Ende eh sehen. Draußen warten, du. Egal. Ich will eine andere Maske, bei mir fuckt das ab. Da habe ich eine schwarze T-Shirt-Maske. Das ist egal, Bruder. Ehrlich? Ach doch, es juckt mich nicht mehr. Ja, Klaus wurde gerade umgefahren von deinem Bruder. Aber John juckt das doch, oder? Alter, ich habe auch die falsche Maske an. Nein. Doch. Du hast ja dieses Bandana an mit diesem Toten. Ja, wir sollen aber diese andere Maske anziehen. Diese Vollmaske, die John hat. Hab ich nicht gesehen. Egal, ich fahr mir. Wenn was ist, schreib. Ich hole mir jetzt eine schwarze T-Shirt aus. Ich geh jetzt gleich pennen. Ja, ich werde mich dann auch verabschieden. Schön spät heute. Ja, nicht schön. Ich bin auch dann. Eine gute Nacht. Ich bin aber erst Sonntag wieder in der Stadt, ne? Guck dir zum Einschlafen am besten noch, was ist mit Carsten los. Dann kannst du. Ja, das mach ich. Dann gute Nacht, ne? Adios. Ciao. Ja, machen wir dann Feierabend. Ich parke jetzt noch ein. Achso, ihr am Schreiben, dass ich aus der Stadt raus bin.
Theoretisch könnte ich hier auch gleich einparken, aber gehen wir da runter. Sagen, das war die falsche Spur. Nee, dann machen wir. Was, warum muss ich da jetzt zahlen? Was war denn kaputt? Muss ja kein Mensch verstehen, oder? Aber ist egal, ja. Schon wieder 2 Stunden 20 rum. Nicht sonderlich viel passiert, aber Mai wieder lustig gewesen. Vielleicht am Sonntag wieder. Ich muss vielleicht mal schauen, dass ich auf meinem Stammserver die Stream-Lizenz kriege. Das wird nicht mit meinem Hauptcharakter funktionieren. Weil Justiz-MP streamen, Aktensystem ist da schwierig, aber mein Zweitcharakter. Hier 2 Schienen quasi fahren. Hier kann man nur einen machen, sonst würde ich hier auch diesen Zweitcharakter machen. Mein Asiaten. Da hat man auf jeden Fall was zu lachen. So. Dann schauen wir da mal. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend und ja, das Abo nicht vergessen. Und die Glocke und das Liken und das Teilen. Dann geht das.